Recht herzlich willkommen. Heute möchte ich gern ein Werk von mir vorstellen, das inspiriert wurde durch ein Spielzeug, das ich als Kind hatte. Es war ein kleiner silberner Crayon-Bus. Später, als ich älter war und gelegentlich in amerikanischen Spielfilmen wieder einen Crayon-Bus sah, da war die Begeisterung wieder so groß wie damals mit meinem kleinen Spielzeugbus. Diese Begeisterung ist bis heute geblieben und hat sich in diesem Werk manifestiert. Ich habe mir 60 Jahre Greyhound-Geschichte angeschaut, die verschiedenen Busse und mit ihren verschiedenen äußeren Aussehen, und habe mir von diesen Motiven die schönsten Motive ausgesucht und sie auf diesem Werk vereint. Diese Struktur im Aluminium entspricht der Struktur, wie sie bei den Crayon-Bussen der 40er Jahre verwendet wurden. Der Hund übrigens auf einer Aluminiumplatte findet man auf den Crayon-Bussen der 60er Jahre. Und dieser Schriftzug ist aus den 90er Jahren. Bei der Realisierung dieses Werkes kam es mir ganz besonders darauf an, dass ich diese Struktur im Aluminium genauso hinbekomme, wie es bei den Crayon-Bussen der 40er Jahre war. Ich musste mir zu diesem Zweck ein spezielles Presswerkzeug herstellen. Nach etlichen Versuchen ist es mir dann endlich geglückt, dieses Profil genauso herzustellen, wie es meinen Ansprüchen genügt. Dieses Aluminium ist auf einem massiven Tischlerplattenrahmen verschraubt. Die Größe 1,50 Meter mal 1 Meter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mir wünschen, wenn Sie mich abonnieren und mein Video weiterempfehlen würden. Darüber hinaus habe ich noch andere Videos und da würde ich mich freuen, wenn Sie sich die auch mal anschauen würden. Ich sage vielen Dank und auf Wiedersehen.